schnell, Patrick, ohne nachzudenken. Wenn du irgendwas jetzt und sofort haben wolltest, was wäre das? Mehr Zeit zum Nachdenken. Nein, irgendwas Greifbares, was, wofür man Geld zahlt. Die Tafel Schokolade? Das ist eine tolle Idee. Wir werden fahrende Schokoladenverkäufer. Und nicht vergessen, schmeichle dem Kunden. Gib ihm ein gutes Gefühl. Hallo? Ich liebe Sie. Du hast wohl ein kleines bisschen zu dick aufgetragen. Lass mich mal. Schönen guten Tag, Sir. Hätten Sie Interesse an Schokolade? Schokolade? Sagtest du da eben Schokolade? Ja, Sir. Mit oder mit ohne Nüsse? Schokolade? 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 Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und wir wollen natürlich wieder was bauen von SpongeBob. Und zwar, diese Häuser hat man eigentlich schon seit der ersten Staffel bei SpongeBob im Hintergrund so ein bisschen gesehen. Sind zwar immer in weiteren Folgen nach vorne gerückt, sind ja Hauptbestandteil von unserer großen Stadt Bikini Bottom. Die stehen ja da an jeder Straßenecke. Wir wollen es natürlich auch noch, sag ich mal, ein bisschen in den Hintergrund stellen. Aber man kann sich daraus natürlich auch seine Stadt schon ein bisschen aufbauen. Denn die kannst du natürlich in jeder Farbe Variation bauen, wie du möchtest. Und damit wir das natürlich heute schaffen können, wollen wir uns die natürlich auch gleich einmal basteln. Und SpongeBob und Patrick wollen natürlich auch noch ein bisschen Schokolade verkaufen. Von daher passt es ganz gut, wenn diese Häuser sich hier vermehrt aufstellen. Für unsere Sardinenbüchsen holen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen hellgrüne Keramik raus. Denn auch nochmal die ganz normale grüne Keramik. Ein bisschen hellgrauer Beton ist dabei. Bei der Farbe könnt ihr natürlich auch andere Farben nehmen, die ihr wollt, denn diese Sardinenbüchsen kann man sich ja anmalen, wie man möchte. Die sind ja unterschiedlich immer zu sehen in den Folgen, von daher kann man sich das aussuchen. So, dann holen wir so ein bisschen polierte Anisitstufen raus, davon nochmal die Treppen, denn ein paar Steinziegelblöcke, davon auch nochmal die Treppen, Mauern begleiten uns und auch ein paar Steinknöpfe. Wir beginnen erstmal natürlich mit dem Grundriss. Ich nehme jetzt hier einfach mal hellgrüne Keramik und zeichne mir einen Kreis auf, der eine Länge hier von 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hat. Dann gehen wir einen einfach mal schräg zur Seite und setzen wieder einen Fünfer hin. Und das ist an sich unser Kreis, ne? Ein nach unserem Fünfer und dann wieder hier so ein Fünfer, einer und der Fünfer. Wenn wir das soweit haben, können wir das Ganze jetzt erstmal hochziehen auf eine Höhe von insgesamt 13 Blöcke. Jetzt haben wir ja schon eine Schicht, also 12 Blöcke noch rauf, aber wir zählen es mal komplett. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, dann können wir das Ganze hier erstmal einmal hochziehen. Haben wir das Ganze denn hier einmal hochgezogen, wollen wir jetzt einmal kurz mal unsere grüne Keramik nehmen. Wir fangen unten einmal an und zählen jetzt einfach mal hier 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke, dass wir die hier Platz lassen. Ab der sechsten Reihe könnt ihr hier einfach mal die eine Ebene mal weghauen. Denn da setzen wir jetzt einfach mal unsere normale grüne Keramik einmal rein. Gleich darüber lassen wir wieder drei Blöcke Platz und schlagen hier wieder die eine Reihe hier einmal weg. Setzen da natürlich dann wieder unsere grüne Keramik hier einmal rein. Wenn wir das dann soweit haben, wollen wir jetzt noch ein paar weitere Verfeinerungen einmal machen. Ich mache es jetzt einmal auf der Vorderseite. Die kannst du jetzt natürlich aussuchen, wo du haben möchtest. Also ich sage jetzt, hier soll meine Vorderseite sein. Das heißt, ich mache mir jetzt unten mit meiner, ja, mit meinem Beton jetzt hier einfach mal so einen kleinen Eingangsbereich hier mal hin. Man kann hier gerne so was durchhauen. Und jetzt nehmen wir einfach mal unsere grüne Keramik und jetzt möchte ich mir noch ein paar Streben hier reinziehen. Ich mache mir jetzt eine einfach mal so rein, dass die, sage ich mal, hier zu unserer Tür geht. Und dann schräg davon oben mache ich mir das auch nochmal. Natürlich mache ich dann hier drei Stück einmal hin. Dann biegen wir jetzt einfach mal zur Seite ab. Man kann das natürlich willkürlich machen, wenn man möchte, oder man hält es einheitlich, so wie man es überall hat. Und ich mache das jetzt einfach mal genauso, wie ich jetzt schon die anderen Dinge habe, dass ich mir jetzt immer so ein paar Streben reinhau. Aber man kann es auch willkürlich machen, ne, wenn man das möchte. So, ich befinde mich auf der Rückseite, muss ich selber mal gucken, wo ich mir das habe. Ach ja, da hatte ich, sage ich mal, hier unten einmal hier diese Strebe einfach mal ausgetauscht und würde dann sagen, dass wir hier oben nochmal in der Ecke hier diese drei Blöcke auch nochmal austauschen. Ja, sonst habe ich mir eigentlich hier nirgendwo noch eine weitere Strebe gemacht. Den Rest, den werden wir natürlich noch verfeinern mit ein paar Fenster. Aber bevor wir dazu kommen, nehmen wir einmal unsere polierten Anisitstufen. Und zwar ganz oben setze ich mir jetzt einfach mal eine Reihe davon ringsrum und kann dann darauf mal eine Ebene mit unserer grünen Keramik einmal langziehen. Und das ist dann hier natürlich hier oben einmal unser Dach, was wir uns hier einmal schön zu jeder Seite ziehen. Wenn wir unser Dach dann soweit drauf haben, geht jetzt weiter mit dem Fenster. Da nehmen wir unsere polierten Anisit-Treppen einmal zur Hand. Ich fange jetzt auf der Vorderseite, auf der linken Seite einmal an. Und zwar hier bei unserer Markierung schlage ich mir jetzt einfach mal hier in der Ecke so ein 2x2 Fenster rein und setze hier meine Treppen rein. So, auf der anderen Seite mache ich mir auch nochmal eins hier. Da würde ich sagen, auch hier oben bei unserer Strebe ziehe ich mir einmal hier, zack, so ein 2x2 Fenster rein und setze meine Treppen hier wieder einmal ran. Auf der Rückseite wollen wir natürlich auch nochmal zwei Fenster uns platzieren. Ich mache mir jetzt hier einfach mal bei der Strebe hier unten nochmal so ein 2x2 Fenster rein. Also das Maß ist immer gleich von dem Fenster.
Ihr könnt das natürlich, wenn ihr euch jetzt mehrere in verschiedene Farben bauen, immer, sage ich mal, die Fenster in der gleichen Position platzieren. Oder ihr sucht euch aus und macht die überall woanders mal hin, um da, sage ich mal, das Ganze abzuheben. Aber weil ich mir die gerne in meiner Stadt dann so verteilen möchte und das doch schon ein bisschen gleich aussehen soll, von daher achte ich da ein bisschen drauf. So, dann mache ich mir noch auf der Rückseite hier hinten noch eins, hier oben einmal hin in die Ecke. Auch wieder hier das 2x2 Fenster, Treppen rein. Wir wollen natürlich noch ein paar Schornsteine hier einmal anbringen. Ich fliege jetzt einfach mal, wenn ich jetzt natürlich von vorne gucke, auf die rechte Seite hin. Nehme jetzt meine steinzige Treppen und gleich hier über unserer grünen Keramikstrebe setze ich mir eine Treppe hin. So, darauf dann wieder eine normale Treppe, eine umgedrehte Treppe dann hier einmal ran. Einen Block hin und einmal eine Mauer mit einem Knopf drauf. Einen weiteren möchte ich mir gerne natürlich einmal auf dem Dach platzieren. Auf der gleichen Seite, wo wir den jetzt hier einmal rangebaut haben. Hier oben suchen wir mal kurz die Mitte und zählt mal 1, 2, 3 Blöcke. Ab dem vierten setzt ihr einfach mal einen steinzigen Block hin, darauf eine normale Treppe, daran eine umgedrehte, normalen Block und dann hier einfach eine Mauer rauf. Jetzt nehmen wir nochmal die Knöpfe zur Hand und zwar könnt ihr immer auf der geraden Seite, die wir jetzt hier oben bei unserem Dach haben, immer im Wechsel nur einen Knopf setzen und einmal freilassen. Wir haben vier Seiten, das machen wir natürlich hier einmal ringsrum und sobald wir das erledigt haben, brauchen wir die Knöpfe nur noch für eine Sache und zwar wollen wir unten unsere Tür auch noch ein bisschen vernieten. Und da setzen wir unsere Knöpfe auch nochmal ran. Um diese Sardinenbüchse jetzt mal abzuschließen, fehlt nicht mehr viel. Wir gehen jetzt erstmal einmal rein in unsere Büchse. Und da wollen wir innen drin natürlich das Ganze einmal ein bisschen verkleiden. Das heißt, wir setzen hier einfach ein paar Glasblöcke hin. Meine Empfehlung sind jetzt hier einfach mal ein paar türkise Glasblöcke. Ihr könnt aber auch die Farbe nehmen, die euch gefällt. Weil man bei SpongeBob eigentlich nie sah, wie die das wirklich innen drin, jetzt sag ich mal, hier haben, wie die hier wohnen, verkleide ich mir das Ganze jetzt einfach noch. Da kannst du natürlich deine Wunschfarbe nehmen. Ich finde ganz passend jetzt für die, dass wir das einfach mal in Schwarz einhüllen. So, jedes Fenster hier einmal. Dann gehen wir natürlich einmal raus. Und ich möchte natürlich auch, dass, sage ich mal, wenn wir uns jetzt hier eine Tür reinplatzieren, man nicht reingucken kann. Von daher setze ich mir dahinter noch ein paar Eisenblöcke. So, schöne Eisentür hin und fertig. Jetzt haben wir natürlich noch eine Eisenfalltür bei uns im Inventar. Die wollte ich mir gerne oben einmal nehmen für unseren Schornstein. Und dann haben wir das hiermit erledigt. Eine Sardinenbüchse haben wir jetzt fertig. Wir haben natürlich noch weiteren verschiedene Farbe. Die kannst du dir jetzt auf deiner Welt natürlich überall verteilen. Im Hintergrund, an deiner Straße. Damit Patrick und SpongeBob natürlich dir auch noch ein bisschen Schokolade verkaufen können. Andernfalls vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, bist du immer auf dem laufenden Stand. Schau noch gerne bei uns in der Infobox nach, da gibt es noch weitere tolle Videos, die ich dir einfach mal ein bisschen zusammengestellt habe. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao!